Hallo zusammen und Glück auf! Das Intro war reine Spielerei. Ihr könnt euch vorstellen, dass nach über 2 Jahren und 2 Monaten bzw. 17.000 Kilometern die Realität anders aussieht. Das Fahrrad hat so seine Gebrauchsspuren davon getragen. Es sind Teile verschlissen, es ist auch was kaputt gegangen und das möchte ich in diesem Video ein bisschen unter die Lupe nehmen. Eine Sache noch vorweg, die ist mir persönlich ganz wichtig. Ich bekomme weder von Tern noch von anderen Unternehmungen hier irgendwelche Geld- oder Sachleistungen dafür, dass ich das Video mache. Ich mache das aus freien Stücken. Ich möchte einfach meine Erfahrungen, die ich mit dem Fahrrad gesammelt habe, mit euch teilen. Und wenn ihr darauf Lust habt, dann bleibt dran. Was ist das denn für ein Fahrrad? Das ist gar nicht so trivial, das Tern Vectron S10 zu klassifizieren. Bei der großen Bandbreite an Fahrradklassen oder Fahrradtypen, die es heute gibt, ich würde das Fahrrad als eine Art Hybrid aus Kompaktrad, Faltrad und E-Bike sehen. Und dementsprechend vereint es natürlich auch die Vorteile, aber leider auch die Nachteile dieser Fahrradtypen. Warum hast du dich für dieses Fahrrad entschieden? Der Grund dafür ist der Bosch Performance Motor. Ich habe ja schon mal einen Tern Vectron S10 besessen, und zwar das 2018er Modell. Und ich war einer der wenigen Glücklichen, die dieses Fahrrad bereits mit Performance Motor bekommen haben. Ich bin mit dem Rad ungefähr 8500 Kilometer geradelt und bin dann leider von einem Auto umgenietet worden, da war das Fahrrad kaputt. Und das damals aktuelle Modell, das 2020er Modell, das hatte wieder den Active Line Motor und den bin ich mal Probe gefahren und ich fand, der lässt es an Spritzigkeit total vermissen und dementsprechend wollte ich dieses Fahrrad nicht haben. Ich hatte aber gehört, dass Bosch plant, den Performance Motor zu überarbeiten und hatte so die stille Hoffnung, dass vielleicht mit dem 2021er Modell das Vectron S10 wieder mit Performance Motor auf den Markt kommt. Und so war es dann ja auch. Und dann war für mich die Entscheidung relativ einfach. Ich habe mir mit dem Geld von der Versicherung das 2021er Modell gekauft. Denn mit meinem 2018er Modell war ich sehr zufrieden. Und auch das 21er Modell hat mich bis jetzt nicht wirklich enttäuscht. Das beantwortet natürlich noch nicht die Frage, warum fahre ich mit dem faltbaren E-Bike durch die Gegend. Ich habe das schon mal sehr ausführlich in einem Video zu dem 2018er Modell beschrieben. Das werde ich an dieser Stelle mal verlinken. Ich fasse es aber auch nochmal gerne zusammen. Ich schätze einfach die Vorteile, die mir so ein faltbares E-Bike in Bezug auf das multimodale Pendeln bringt. Das heißt, ich kann das Fahrrad sehr bequem in Bussen und Bahnen mitnehmen, aber auch im Kofferraum eines kleinen PKWs findet das Fahrrad tatsächlich Platz. Und das funktioniert mit einem 35 Kilogramm schweren SUV-E-Bike mit Sicherheit nicht. Ja, und dann kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Wenn du einmal Faltrad gefahren bist, kommst du davon nicht mehr weg. Was findest du an deinem Fahrrad gut? Das lässt sich für mich im Wesentlichen auf 2 Punkte eindampfen, und zwar Ausstattung und Optik. Ich habe einen Motor, der ausreichend Reserven hat, um auch in topografisch anspruchsvollem Gelände dynamisch unterwegs sein zu können. Der Akku ist ausreichend groß dimensioniert, das heißt, mit den 500 Wattstunden komme ich auf meiner Pendelstrecke auf jeden Fall 2x hin und zurück. Ich habe wartungsfreundliche hydraulische Scheibenbremsen und ich habe ein Cargo-Rack, mit dem ich bis zu 25 Kilo Gepäck mitnehmen kann, und das ist für ein Faltrad schon sehr gut. Auf der anderen Seite die Optik. Ich finde, das Fahrrad wirkt nicht so, als würde es mitteilen wollen, ich hole mal Brötchen auf dem Campingplatz, sondern mit der geschwungenen Rahmengeometrie und dem schwarzen Lack wirkt es sportlich. Und das schätze ich an dem Fahrrad. Was gefällt dir an deinem Fahrrad nicht? Tatsächlich gibt es an dem Fahrrad so einige Punkte, wo ich mir denke, das hätte man besser lösen können. Betrifft zum Beispiel die Kabelführung am Fahrrad. Vorne verläuft an der Gabel vorbei auf der linken Seite ein Schlauch zur Scheibenbremse und auf der rechten Seite ein Kabelbaum, der zu den hinteren Anbauteilen führt. Und bei jeder Lenkbewegung scheuert nun das Kabel links und der Kabelbaum rechts an der Gabel. Und das führt dazu, dass nach und nach der Lack abgetragen wurde und wird und ich schon nach wenigen Kilometern dort blanke Stellen hatte. Das hätte man beispielsweise mit einem Abstandshalter oder mit einer zusätzlichen Befestigung ganz gut lösen können. Ein Teil, was mir echt den letzten Nerv raubt, ist der Kettenschutz. Ich bin schon so oft mit Schuhen daran hängen geblieben. Da ist nämlich so eine kleine Nase. Ich weiß gar nicht, welche Funktion die erfüllt. Und wenn man nicht aufpasst und mit dem Fuß so eine leichte Innenbewegung macht beim Treten, dann kann es passieren, dass man dann mit dem Schaft des Schuhs hängen bleibt und dann eben den Kettenschutz so nach außen wegbiegt und bei der nächsten Umdrehung greift man mit der Kurbel darunter und hebt den ganzen Kettenschutz ab.
Und das unterwegs dann wieder festzumachen, ist eine absolute Fummelarbeit und das nervt so richtig. Und vor allen Dingen kriegt man das dann auch nicht wieder so in die Position, in der es vorher war, zurückgebogen. Und dann schleift das die ganze Zeit beim Treten. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als irgendwelche Schleif- oder Knarzgeräusche beim Fahren. Also auch da hätte man sicherlich eine bessere Lösung finden können als diesen Kettenschutz. Über den nächsten Punkt kann man auf jeden Fall streiten. Und ich habe tatsächlich auch länger gebraucht, um zu verstehen, dass ich das gar nicht so gut finde. Das betrifft den Lenkervorbau. Der ist so konstruiert, dass man den Lenker relativ schnell und einfach mittels zweier Schnellspanner auf verschiedene Positionen bringen kann. Und so wird es verschiedenen großen Fahrern eben ermöglicht, auf diesem Fahrrad Platz zu finden. Das Problem an der Sache ist nur, dass man den Lenker nur auf einer Kreisbahn bewegen kann. Das heißt also, ich kann die Höhe nicht unabhängig vom Abstand zum Fahrer einstellen. Ich bin mal ein Faltrad von Victoria Probe gefahren und da gab es eine Teleskop-Lenksäule und da konnte man sehr bequem die Lenkerhöhe unabhängig vom Abstand zum Fahrer einstellen. Und das fand ich schon sehr cool, weil so auch ein sehr aufrechtes Fahren mit dem Fahrrad möglich war, selbst für große Personen. Und das würde ich mir tatsächlich auch für das Vectron S10 wünschen. Wer Faltrad fährt, kennt das, schmerzende Handgelenke, speziell dann, wenn man mal wieder unaufmerksam unterwegs war und durch ein Schlagloch gebrettert ist. Das kann beim Faltrad dann doch ziemlich wehtun, einfach weil die Reifen ja deutlich kleiner sind. Sofern man denn ein kleines Faltrad mit 20, 18 oder 16 Zoll fährt. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass da eine Federgabel Abhilfe schaffen würde und tatsächlich fällt mir da spontan ein kompaktes Fahrrad ein, ein kompaktes E-Bike, und zwar das Riesemüller Tinker. Das hat nämlich eine Federgabel und das finde ich echt sinnvoll. Manchmal sagen Bilder mehr als 1000 Worte, deswegen jetzt erstmal, bevor ich erzähle, ein Bild. Das habe ich aufgenommen im Frühjahr diesen Jahres und ich hatte das tiefe Bedürfnis, einfach weiterzufahren, und zwar durch das Hochwasser der Ruhr. Ich war mir nur nicht so sicher, wie Motor und Akku darauf reagieren würden. Man sieht es an der Gabel vorne, wie viel Schmutz an diesem Fahrrad haften bleibt und das häufig nach nur einer längeren Regenfahrt. Also das Fahrrad ist ein regelrechter Schmutzmagnet. Auch hinten die Rahmenteile versauen ziemlich stark. Ich kann mir vorstellen, dass das an den Schmutzfängern liegt, dass die vielleicht nicht breit genug sind oder nicht tief genug über den Reifen führen. Das könnte man vielleicht auch besser lösen. Das würde auch dann einem die ein oder andere Nachfrage der Kollegen ersparen, ob man sein Fahrrad nicht mal wieder putzen will. Der nächste Punkt fällt mir nicht so ganz leicht, der löst in mir tatsächlich so etwas wie Scham aus, weil ich mal wieder sehr blauäugig an eine Sache herangegangen bin und das betrifft die Garantie. Als ich das Fahrrad damals bekam, hing am Lenker so ein Zettel mit dem Hinweis, dass man die Garantie von 5 auf 10 Jahre verlängern kann. Den habe ich erstmal beiseite gelegt und habe den dann nach einiger Zeit auf meinem Schreibtisch wiedergefunden. Und habe mir gedacht, ach komm, registrierst du das Fahrrad eben, hast du 10 Jahre Ruhe. Irgendwann kam dann die Bestätigungsmail und erst sehr viel später habe ich mal in diese Broschüre geguckt. Das ist die Gebrauchsanleitung und da steht alles Wissenswerte zur Garantie und zu den Wartungsintervallen drin. Ja, und schon zu dem Zeitpunkt, als ich das Fahrrad registriert hatte, habe ich die ersten Wartungen verpasst. Die erste Wartung hätte man nämlich schon nach 200 Kilometern oder 2 Monaten durchführen lassen müssen, die zweite nach 500 Kilometern, respektive 6 Monaten und die dritte Wartung nach 1000 Kilometern oder nach einem Jahr. Und dann geht das entsprechend in 1000 Kilometer Schritten oder Jahresschritten weiter. Also habe ich meine Daten da völlig umsonst eingegeben, weil ich ja die ersten Wartungen verpasst hatte. Und die sind natürlich Bedingungen für die Garantie. Hätte ich also zum heutigen Zeitpunkt die Garantie in Anspruch nehmen wollen, hätte ich bereits 19 Mal eine Fachwerkstatt aufsuchen müssen, die die Wartung durchführt. Mal abgesehen von der ganzen Zeit, die dabei draufgegangen wäre, spielt ja auch noch der monetäre Aspekt eine Rolle. So eine Wartung für ein E-Bike kostet je nach Werkstatt heute zwischen 50 und 100 Euro. Es kommen nochmal Kosten für Ersatzteile hinzu. Und wenn man das einfach mal auf einen Zeitraum von 5 bzw. 10 Jahre skaliert, dann kommen Vielfahrer sehr schnell in den Bereich, wo man sich gleich ein neues Fahrrad kaufen kann. Jetzt komme ich zu einem sehr ketzerischen Wunsch und der richtet sich nicht nur an Tern, sondern im Allgemeinen an alle Hersteller von Fahrrädern. Macht doch einfach ein Garantieangebot ohne irgendwelche Bedingungen. 5 Jahre, zack, bumm, einfach so. Wenn das kein Vertrauensbeweis ist, weiß ich auch nicht.
Damit hier kein Missverständnis entsteht, ich plädiere nicht dafür, auf Wartungen und Inspektionen zu verzichten. Eine Fachwerkstatt kann wahrscheinlich deutlich besser beurteilen als man selber, ob die Bremsen in Ordnung sind, die Reifen intakt sind, der Rahmen frei von Beschädigungen ist und so weiter. Da geht es ja um die eigene Sicherheit und das sollte man wirklich ernst nehmen. Welche Teile sind innerhalb von 17.000 Kilometern verschlissen? Das dokumentiere ich ja sehr penibel in diesem Büchlein hier für alle meine Fahrräder. Und ich gehe das Ganze jetzt mal chronologisch durch. Die erste Kette habe ich bei Kilometerstand 1354 wechseln lassen. Da war die erste Kette verschlissen und ich habe mich damals dann für die billigste Shimano-Kette entschieden, die ich kriegen konnte, für 13,95 Euro. Und mit der war ich ziemlich lange unterwegs. Der erste größere Werkstattaufenthalt hat dann bei Kilometerstand 7379 stattgefunden. Und der war tatsächlich notwendig, weil ich gemerkt habe, dass das Hauptrahmengelenk Spiel bekommen hat. Da waren tatsächlich die Lager verschlissen. Das sind so kleine graue Kunststofflager, die irgendwann mal verschleißen und dann sollte man die auf jeden Fall rechtzeitig tauschen lassen. Und in dem Zuge sind auch gleich die Bremsbeläge der Scheibenbremsen erneuert worden und der Bosch-Motor hat ein Update bekommen. Der nächste Eintrag hier in meinem Büchlein ist bei Kilometerstand 13.949. Da ging es wieder in die Werkstatt und dieser Besuch war bitter notwendig, denn der Antrieb war so runtergerockt, da musste fast alles getauscht werden. Kette, Kassette, die Röllchen am Umwerfer und sogar die hintere Radnabe. Die hat mit der Zeit so einen Seitenschlag entwickelt und man konnte richtig sehen, wie bei schnelleren Bewegungen die Kassette so hin und her taumelte. Und beim Fahren hat man das tatsächlich auch gemerkt. Der letzte Eintrag hier ist bei Kilometerstand 16.052, da habe ich die Sattelstütze ausgetauscht. Das aber eher prophylaktisch, weil ich keine Vorstellung davon habe, wie lange so eine Aluminium-Teleskop-Sattelstütze hält. Und bevor mir die wegbricht, habe ich mir gedacht, ersetze ich die mal lieber durch eine neue. Das gleiche gilt eigentlich auch für den Lenker, den werde ich jetzt bald wechseln. Es steht auch für mich ein Wechsel der Bremsscheiben an. Die haben jetzt nach 17.500 Kilometern ihre Verschleißgrenze von 1,8 mm erreicht. Und die Belege mache ich da gleich auch neu. Ja, also ihr seht, tatsächlich hält sich das für diese Strecke, die ich jetzt zurückgelegt habe, sehr in Grenzen. Ich bin selber überrascht, dass nicht mehr verschlissen ist. Eine Sache hat mich dann doch belustigt, als ich mich auf dieses Video vorbereitet habe, und zwar die Laufleistung meiner zweiten Kette. Mit der bin ich ja immerhin 12.595 Kilometer weit geradelt. Und da musste ich mich an einige Kommentare unter meinem Kettenpflegevideo erinnern. Ganz häufig wurde mir da vorgeworfen, ich würde den Dreck nur verteilen und so den Verschleiß der Kette fördern. Und dann gab es auch so Hinweise, wie die Kette müsse man vollständig entfetten und mit speziellen Kettensäge- oder Getriebeölen behandeln, damit sie lange hält. Ich bin mir aber heute sicherer denn je, dass das Geheimnis nicht in einer extrem intensiven Pflege liegt, sondern in der regelmäßigen Pflege und Nachschmierung. Und ich habe damals empfohlen, die Kette alle 200 Kilometer nachzuschmieren. Und genauso habe ich es über die ganze Zeit gemacht. Und ich denke, diese Laufleistung gibt mir auch ein Stück weit recht. Pflege deine Kette regelmäßig, dann hält sie lange. Welche Teile sind innerhalb von 17.000 Kilometern kaputt gegangen? Genau drei Teile sind mir kaputt gegangen in 17.000 Kilometern. Und zwar hat es angefangen mit dem Steckpedal. Das ist mir nach ungefähr 8.000 Kilometern von der Kurbel abgerissen. Und das lag an so einer Aluminiumhülse, die in die Kurbel hineingeschraubt wird, in die man dann eben das Pedal auch hineinstecken konnte. Die ist gebrochen und ja, dann war das Pedal eben nicht mehr zu verwenden. Ich hätte mir theoretisch eine neue Hülse kaufen können, aber ich habe mich dann einfach für einen Satz Plattformpedale mit Industrielager entschieden. Die haben 30 Euro gekostet und die habe ich jetzt auch schon fast 10.000 Kilometer am Fahrrad und die laufen immer noch einwandfrei. Nach ungefähr 10.000 Kilometer hat es dann den Hinterreifen erwischt. Das Ergebnis sieht so aus. Da bin ich über einen Ast gefahren, welcher sich gedreht hat und der hat sich dann in die Seitenwandung des Reifens gedrückt und die aufgerissen. Ansonsten muss ich aber sagen, war ich mit dem Big Apple sehr zufrieden. Der hat mir tatsächlich 10.000 Kilometer lang treue Dienste erwiesen und ich hatte nur einen Platten in dieser Zeit. Und da bin ich durch einen rostigen Nagel gefahren. Also von daher alles sehr verzeihlich. Ich habe mich aber trotzdem bei dem Ersatz für den Big Ben entschieden von Schwalbe. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der etwas robuster ist. Das werde ich aber wahrscheinlich dann in dem nächsten Review nach 100.000 Kilometern erzählen. Das letzte Teil, was mir kaputt gegangen ist, ist das Gummiband am Gepäckträger.
Das habe ich benutzt, um mein Fahrrad in der Bahn abzusichern und habe es danach vergessen, wieder am Gepäckträger zu befestigen, sodass es dann in der danach folgenden Fahrt eben herunterbaumelte. Und kurz vor der Ankunft zu Hause hat sich der Haken irgendwie in der Kassette verfangen. Dann hat das Gummi noch so 2, 3 Umdrehungen mitgemacht und dann ist dieser Haken abgerissen und wie so ein Projektil an mir vorbeigeschossen. Ich habe nur Piu gehört und dann habe ich ungefähr noch eine Bewegung mit der Tretkurbel gemacht und dann hat alles blockiert. Und das aus der Kassette herauszuschneiden, das war ein Vergnügen, kann ich euch versichern. Ja, also im Großen und Ganzen auch hier halten sich die Teile, die kaputt gegangen sind, in Grenzen. Bin ich auch sehr dankbar für. Also hätte auch anders aussehen können. Und was ist mit dem Akku? Ich bedauere es ein bisschen, dass ich an dieser Stelle nicht mehr zum Akku erzählen kann. Ich habe den vor längerer Zeit mal auslesen lassen, da kam aber nichts Spektakuläres bei raus. Und ich kann an dieser Stelle nur schätzen, wie viele Ladezyklen ich in den 17.000 Kilometern durchlaufen habe. Ungefähr 240. Ich merke aber langsam schon, dass der Akku nach und nach an Kapazität einbüßt. Und das mache ich vor allen Dingen daran fest, dass der erste Balken auf der Kapazitätsanzeige auf meiner täglichen Pendelstrecke mittlerweile etwas früher verschwunden ist. Solange ich aber meine Pendelstrecke mit einer Akkuladung hin und zurück schaffe, ist mir das völlig egal. Erst wenn das nicht mehr funktioniert, würde ich mir so nach und nach Gedanken über einen Ersatzakku machen. Und ich habe vor Aufnahme dieser Sequenz mal geschaut, was ein Ersatzakku von Bosch momentan kostet. Circa 600 Euro. Das ist eine Menge Geld, aber ich habe die Hoffnung, dass die Preise für Akkus noch weiter fallen. Und ich bin mir sehr sicher, ich werde auf jeden Fall, sofern das Fahrrad nicht irgendwelche anderen Defekte hat, den Akku mindestens einmal austauschen. Kann man das Fahrrad kostenlos im ICE mitnehmen? Vor über 2 Jahren hat mich der Dirk Zeisler gebeten, wenn ich ein Video zu dem Fahrrad dahinter mir mache, dass ich mal etwas über die Mitnahme im Schienenverkehr erzähle, also speziell im ICE. Ich habe das Fahrrad noch nicht im ICE mitgenommen, muss ich an dieser Stelle sagen, dafür aber mein Brompton. Und das ging völlig problemlos. Das Fahrrad ist gefaltet so klein, dass es zwischen und unter die Sitze passt und in die Gepäckablage sowieso. Das wird mit dem Vectron S10 so nicht funktionieren, das ist im gefalteten Zustand deutlich größer. Dafür kann man es aber sicherlich in der Gepäckablage der neueren ICE-Züge verstauen und dementsprechend wird man es dann auch kostenlos mitnehmen können. Wobei das Handling dieses Fahrrades im gefalteten Zustand doch etwas komplizierter ist als im Vergleich zum Brompton, denn das Fahrrad wiegt nackt 22 Kilo und das wird man sich nicht so einfach unter den Armen klemmen. Also da muss man so ein bisschen geübt sein im Handling. Ist jetzt aber auch keine Hürde, die sich nicht überwinden lässt. Mir fällt da spontan etwas ein. Ich habe noch einen Gutschein der Deutschen Bahn wegen einer verspäteten Zugfahrt und den könnte ich eigentlich mal nutzen, um eine kurze ICE-Fahrt zu machen, beispielsweise von Bochum nach Essen oder von Bochum nach Dortmund, um das Fahrrad mal im ICE mitzunehmen. Und wenn ich das gemacht habe, dann lasse ich es euch wissen, wie es geklappt hat mit der Fahrradmitnahme im ICE. Butter bei die Fische, würdest du dir das Rad heute nochmal kaufen? Die Antwort mag jetzt überraschen, nein. Das hat mit dem Preis zu tun, der mittlerweile für das Fahrrad verlangt wird. Nur mal zum Vergleich, ich habe für das 2018er Modell damals 2.950 Euro beim Händler vor Ort bezahlt. Und das war auch damals schon eine Menge Geld. Ich habe mir die Entscheidung auch nicht leicht gemacht. Aber ich habe sie solide und entschlossen gefällt, weil mir klar wurde, dass ich für ein Auto ungleich mehr bezahlen müsste. Heute würde ich mich nach Alternativen umgucken und die gibt es zum Glück ja. Es gibt eine ganze Reihe namhafter Hersteller, die faltbare E-Bikes zu durchaus akzeptablen Preisen anbieten. Googelt das einfach mal und ihr werdet erstaunt sein, wie viel Auswahl es mittlerweile gibt. Und wahrscheinlich würde ich bei einem dieser Fahrräder landen. Mir fällt da spontan ein weißes ein mit blauen Felgen. Online-Händler oder Fahrradhändler vor Ort? Ganz klares Händler vor Ort. Ich habe nach meinem Unfall einfach auch zu spüren bekommen, was es heißt, mit einer Person sprechen zu können, die physikalisch greifbar ist, ja, die direkt auf Fragen antwortet, die auch bemüht ist, einem weiterzuhelfen. Und da möchte ich vor allen Dingen 2 Menschen wirklich herzlich danken. Zum einen dem Thorsten Ebenfeld von Ebis Bike Service aus Witten und auf der anderen Seite dem Adam Savischa vom Faltraddepot aus Gladbeck. Ohne diese Menschen würde ich das Fahrrad hinter mir mit Sicherheit gar nicht fahren. Und
Deswegen bin ich ganz klar immer für den Händler vor Ort. Das heißt ja nicht, dass ich nicht auch mal hier und da was im Internet bestelle. Manchmal ist das auch deutlich einfacher. Und ein ehrlicher Händler sagt einem das auch. Komm, bestell das Teil im Netz, bezahlst du weniger für und kriegst es wahrscheinlich auch früher. Aber wenn irgendwas ist am Fahrrad, dann kann ich auf diese Menschen, die ich da gerade genannt habe, immer zählen. Und das ist viel wert. Und da kommt es mir dann auch auf den Euro nicht an. Da habe ich dann einfach auch weniger Stress. Da kann ich das Fahrrad abgeben. Ich weiß, ich kriege das vernünftig repariert und sogar sauber zurück. Mehr kann man doch nicht verlangen. Ja, und wenn ihr ein Fahrrad kaufen wollt, vielleicht sogar das Fahrrad hinter mir in der aktuellen Version, dann geht doch auch zum Händler vor Ort. Lasst euch vernünftig beraten. Fahrt das Fahrrad ausreichend Probe. Und scheut euch auch nicht, die eine oder andere Frage zwei- oder dreimal zu stellen. Dafür sind diese Leute da und in der Regel helfen die euch auch wirklich gerne weiter. Und denkt daran, wenn was am Fahrrad ist, könnt ihr diese Leute im Anschluss auch noch ansprechen und müsst nicht irgendwie blöd am Telefon sitzen oder irgendwie dauerhaft Mails schreiben und auf Rückantwort warten. Ja, also mehr Plädoyer für den Händler vor Ort geht jetzt wirklich nicht, aber es kommt von Herzen. Der Kaffee ist leer, somit wird dieses Video jetzt ein Ende finden. Sollte ich irgendwas vergessen haben, was euch wirklich auf dem Herzen liegt, dann seid doch so nett und schreibt mir das in die Kommentare. Entweder beantworte ich das direkt oder ich werde es in einem der nächsten Videos aufgreifen und an dieser Stelle beantworten. Ansonsten bleibt mir zum Schluss nur noch eins zu sagen: Bleibt gesund, passt auf euch auf und vergesst das Radfahren nicht.